Ja, hallo Leute, wir sind auf dem Weg zurück nach Hause vom UC Pressefest. Wir waren heute da und haben ein paar Stimmen eingefangen, haben auch ein bisschen diskutiert. Das war sehr interessant und wir wollen euch gleich die O-Töne der einzelnen Leute, die unsere Ausladung und unsere Wiedereinladung auf dem UC Pressefest kommentieren. Die wollen wir euch gleich darlegen. Viel Spaß dabei. Also ich finde es ein Skandal, dass die Linke und dieses Fest sich vorschreiben lässt, von Meinungsterroristen, die sich selbst wiederum Linke nennen, wen wir hören können und dürfen. Hallo, ich bin die Bettina und komme aus Österreich. Ich bin engagiert im Kulturverein Willi, einer Kulturorganisation, die das Festival des politischen Liedes veranstaltet. Und letztes Jahr hatten wir das Vergnügen und die Ehre, die Bandbreite zu Gast zu haben. Und ich persönlich als Bettina finde es erbärmlich, die Diskussion, die stattfindet innerhalb der Linken, darüber, wie links oder ob links oder nicht gar, ob ihr rechts seid, ihr als Bandbreite. Das ist erbärmlich und ist ein Ausdruck der Schwäche, der Substanzlosigkeit und der Erbärmlichkeit innerhalb der Linken. Das, was euch ausmacht und was der Grund für uns oder auch für mich ist, warum wir oder ich auf euch stehe, ist der, dass ihr es schafft, kapitalismuskritische Lieder, gesellschaftskritische Lieder gewitzt und toll auf den Punkt zu bringen und jugendorientiert die Leute anzusprechen. Also ich bin ich bin aus Island, geboren in Palästina. Meine Eltern kommen aus Deutschland, waren Juden, mussten auswandern. Ich bin schon seit langer Zeit ein Aktivist für Frieden, für Gerechtigkeit und Arbeit im Völkerrecht. Ich betrachte die Bandbreite als ein ganz besonderes Beitrag in Deutschland für den Kampf gegen den Imperialismus und für eine bessere Welt. Sie haben sich besonders eingesetzt in der Studium von internationalen Problematiken, zum Beispiel 11. September, Bilderberg und andere Probleme, die die Linke vernachlässigt hat, hier in Deutschland und allgemein in Europa. Ich finde das ganz toll, denn Imperialismus heute wird nicht nur durch öffentliche Maßnahmen, sondern auch durch verdeckte Maßnahmen ausgeführt. Also ich finde das ganz toll, was ihr macht, also die Bandbreite, und jene, die die Bandbreite nicht hören möchten, wissen nicht, was sie vermissen. Ich wünsche die Bandbreite also alles Gute, weiterarbeiten und auch gute Zusammenarbeit. Also ich bin Cindy aus Köln. Ich bin mit in der Arbeiterfotografie dabei und quasi die Antideutschen und habe das so mitgekriegt am Rande. Ich kenne euch ja schon eine Weile und kenne die Texte. Und habe mir gedacht, was ist denn das schon wieder? UZ lädt Bandbreite aus. Ich denke, kleinkarierter geht es nicht mehr. So einfach, angeblich sind wir ja so liberal und zusammen und hier und da. Und dann regt man sich über irgendeinen Firlefanz in irgendeinem Text auf, ne? Ohne darüber zu diskutieren, und lädt einfach die Leute aus. Das ist nicht recht. Ne? So, das war mein Statement. Ich fände es toll, wenn morgen eine Diskussion zustande kommen würde, die was bringt. Die wollten auch nicht diskutieren, die waren noch schlussendlich. Ich bin der Gix, ich bin Betriebsrat in einer Fabrik und arbeite da beim Kulturverein Willi mit. Und wenn man die Maßstäbe, die an die Bandbreite angelegt wird, in der Betriebsratsarbeit verwenden würde, dann konnte ich mich nicht einmal mehr selber wählen. Also ich bin Betriebsrat und wenn man die Art und Weise der Handlungsweise und der Zensur, die man euch gegenüber anwendet, wenn ich die an meine Betriebsratsarbeit anwenden würde, dann würde ich nicht nur mich keine Leute wollen, ich würde keine Leute wollen, weil es ist keiner mehr gut genug. Die Latte wird so hochgelegt, dass keiner mehr gut genug ist. Das ist das Vordergründige. Aber eigentlich geht es ja nicht um ein unerreichbares hohes Niveau zu legen, das ist ja nur vordergründig, sondern es geht um eine organisierte Kampagne, um ja keine linke, kritische, politische Band für euch groß werden zu lassen. Darum geht es. Und jeder, der die Bandbreite engagiert, muss mit so viel Widerstand rechnen, dass sich das keiner traut und dieser Sauerei. No pass around, da dürfen sie nicht durchkommen. Weil es ist eine geile Band, ihr habt gute Texte, gute Botschaften. Und wenn wir das nicht erheben, dann können wir aufhören.
Ich bin eine von denen, die diesen linken Liedersommer organisieren auf der Burg Waldeck. Die Freidenker das in Zusammenarbeit mit der Jenny Max Gesellschaft machen. Und da haben wir nach einer Band gesucht, die nicht so alt ist wie wir. Und da sind wir bei der Bandbreite gelandet. Und dann gab es viele, die gesagt haben, die sind unsympathisch und doof und sexistisch und antisemitisch. Da haben sie gesagt, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, das stimmt gar nicht. Und daraufhin haben wir uns halt die Musik selber angehört, im Internet erstmal. Ich habe eine Diskussion mitgekriegt im Club Voltaire. Ich habe vorher im Internet gegoogelt und mir diese ein paar Lieder angehört. Und also ich fand die Lieder politisch sehr gut, links, politisch korrekt nach meinem Empfinden. Ich habe keine Lieder wahrgenommen, die ich persönlich als sexistisch interpretiert hätte. Es gab bei der Diskussion im Club Voltaire nämlich den Vorwurf, dass ein Lied, das heißt Eingelocht, Vergewaltigung verherrlichen würde. Und ich habe das Lied nur anhören können, weil es gar nicht ganz... ich habe es nicht ganz im ganzen Text gefunden und habe dann die Frauen, die das behauptet haben, gefragt, ob es ein Lied ist, das Thema Vergewaltigung thematisiert oder Vergewaltigung verherrlicht. Und dann haben die gesagt, das können wir nicht beurteilen, wir haben es nicht ausgehalten, uns das Lied ganz anzuhören. Und dann habe ich gesagt, naja, also Kunst thematisiert natürlich auch Themen wie Gewalt, Krieg und Themen, die damit nicht schon verherrlicht werden. Ja. Ich persönlich habe das auch so empfunden. Also nur, ja. Und dann in der Diskussion mit euch hat sich diese Einschätzung bestätigt. Also ich halte euch für eine linke Band, die politische Themen modern bearbeitet. Ich halte euch für kritisch und wünsche euch alles Gute. Und ich finde, ihr macht es auch ganz gut. Ich komme hier auf dieses Fest und ich denke, hier trifft sich alles, was kritische Gedanken äußern kann und was systemkritisch ist, was natürlich kapitalismuskritisch ist. Und dann muss ich feststellen, dass hier bestimmte Gedanken einfach ausgeblendet werden und dass nicht mal die Diskussionskultur hochgehalten wird, dass nicht einmal miteinander geredet werden kann. Wir sind nicht alle allwissend, wir müssen uns alle informieren, wir müssen miteinander reden, nur so kommen wir weiter. Aber die Kunst zu beschneiden, da bin ich selbst als Künstlerin, als Fotografin extrem dagegen, als Galeristin auch. Und ich kann nur sagen, mir bleibt die Spucke weg. Und dem DKP-Parteivorstand, dem kann ich nur sagen, wenn er dieser Sache nachgibt, dann weiß ich nicht, wo das noch enden wird. Wer als nächstes kommt und sagt, ihr dürft dies und das nicht sagen. Also es ist ganz wichtig, hier sich nicht verdrängen zu lassen. Und da haben wir als Arbeiterfotografie im Club Voltaire schon das Unsere ausgestanden. Mein Name ist Klaus Hartmann aus Offenbacher Main. Ich bin Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenkerverbandes. Ich bin eigentlich auf die Bandbreite aufmerksam geworden, in etwa zur gleichen Zeit wie diverse Freunde von der antideutschen Fakultät. Seitdem ihr das Lied zu 9/11 gemacht habt, wart ihr bei denen aufgeschrieben und im Verriss. Und seitdem dachte ich, interessant, dass es in Deutschland, und zwar außerhalb der traditionslinken Kader, plötzlich Menschen gibt, die von sich aus problematische Dinge, die sozusagen anti-Mainstream-mäßig sind, aufgreifen und die Leute zum Denken bewegen wollen. Das müssen interessante Typen sein und deshalb muss man sich mit denen mal genauer befassen. Und es gab darüber hinaus dann diverse Lieder, die genau das bestätigt und gerechtfertigt haben. Was ja letztendlich durch die Angriffe auf euch nichts anderes als bestätigt wird. Diejenigen, die genau dies zum Gegenstand der Kritik nehmen, sind genau die, die dieses Anti-Mainstream-Denken und Nachforschen und Diskutieren eben unter Zensur und unter Verbot und mit dem Ausschluss aus der zivilisierten Gesellschaft hier ahnden wollen. Da Freidenker von Haus aus genau dagegen auftreten, das heißt, dies eigentlich unser Geburtszweck ist. 1881 wurden die Freidenker gegründet als eine Selbsthilfeorganisation von Menschen, die wegen ihrer dissidenten Auffassungen verfolgt wurden. Und in dieser Tradition sehen wir auch unser Engagement für euer Recht, euch zu äußern und aufzutreten.